Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Jan. Wir sind in einer neuen F1 2018 Karriere. Wir, das sind Mike und ich, der Jan. Hey Leute, ich bin auch wieder mit am Start. Ist das nicht geil? Woo! Multiplayer, wir sind diesmal zusammen bei Renault. Ja, ihr konntet und, das nicht entscheiden. Nur mal so zur Info, also wer sich jetzt wundert, warum seid ihr zu Renault gegangen? Ja, also das haben wir euch in der letzten Karriere, wir haben nämlich schon mal eine Karriere gemacht bei Red Bull, gefragt und ihr habt dann für Renault quasi abgestimmt. Das ist genau. Krass. Ich muss ja erstmal wieder da reinkommen, so in die Einstellungen. Ja, bleib einfach eine Viertelstunde hier drin und dann fährst du raus. Stimmt, haben wir nicht am Anfang immer gewartet. Ja, ich gehe auf jeden Fall nicht raus jetzt. Leute, ihr wisst ja, wir schneiden das ja auch so ein bisschen so beim Qualifying, wenn irgendwie was, so wenn wir so Wartezeit haben und so, ihr kennt das ja. Also wird eine spannende Saison und noch schwieriger für uns, da quasi voranzukommen. Ja, wir haben die Einstellung alles so wie letztes Jahr, also letzte Saison, war ja auch letztes Jahr. Am Ende der letzten Saison, wir haben ja die KI da auch zwischenzeitlich schwieriger gestellt und wir fahren jetzt, quasi auf der Einstellung wie am Ende der letzten Saison. Ja, also noch krasser. Ja, noch krasser, das wird noch schwieriger. Wir haben auch Anfang, vor allen Dingen mit noch schlechteren Autos. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben auch seitdem auch gar nicht mehr gespielt. Also jetzt gerade kurz ein bisschen eingefahren, aber Mike nur hat voll ganz, trainiert. Ganz, ja, genau. Richtig hart trainiert habe ich. Denn so ein bisschen eingefahren haben wir uns gerade beide, aber wirklich nicht viel. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Ihr kennt es ja von dem von der letzten Karriere noch mal kurz hier als Info, dass wir ein Rennen fahren mit kurzen Qualifying, heißt ungefähr 18 Minuten müssten es sein, dann 50% des Rennens und das dauert insgesamt wahrscheinlich so eine Stunde und wir unterteilen das dann immer in zwei Parts, jeweils eine halbe Stunde ungefähr. Und das kommt natürlich auf beiden Kanälen, heißt rechts und beim i könnt ihr vorbeischauen. Wenn ihr bei Jan zuschaut, könnt ihr bei ihm, bei mir vorbeischauen. Und wenn ihr bei mir zuschaut, könnt ihr bei ihm vorbeischauen. Genau. Das ist ja und auch auf deinem Zweitkanal, glaube ich, ne, oder? Quasi, ja, genau. Ja, genau. Und immer, jede Woche ein komplettes Rennen dann, also zwei Folgen pro Woche. Und parallel natürlich auch online. Ja, genau. Also am besten ist natürlich immer, das sagen wir auch immer dazu. Und kein Regen. Das ist auch gut, ja. Am besten ist halt immer, wenn ihr beide Folgen nebeneinander öffnet, weil sie ja meistens auch uncut sind, dann seht ihr quasi das gleiche Rennen aus gleicher Sicht, aus beiden Sichten dann mit der gleichen Zeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Also seht ihr quasi zur gleichen Zeit, was bei dem jeweils anderen passiert. So, ab jetzt würde ich sagen, können wir entweder cutten oder... Packen. Oder willst du rausfahren? Nee, ich will jetzt gerade nicht rausfahren. Willst du nicht rausfahren? Los. Ich nehme auf jeden Fall auf die Strecke. Für 5 Runden Benzin mit. 5,6 eingestellt. Also ich werde auf jeden Fall wieder die typischen 5 machen. Das haben wir ja immer gemacht. Also es ist fast ein bisschen viel Benzin. Ja, ich gehe erstmal auf 4,5. Das wäre eigentlich ganz... Ja, auf 5,1. Ich gehe mal noch ein bisschen runter. Ja. Aber es ist ja, wir haben immer so gemacht, dass wir... rausgefahren sind, eine langsame gemacht haben, dann eine schnelle, eine langsame, eine schnelle und dann eine langsame wieder rein. Also quasi 5 Runden. 2 schnelle, 3 langsame. Theoretische Bestzeit der Session 1:26.8. Was ist denn theoretische Bestzeit? Keine Ahnung. theoretisch, ja. Hä? Boah, die theoretische Bestzeit hat Kimi Räikkönen fast schon bekommen. 1:26, oh. Ja, es wurde sie geknackt. Was? Hä, theoretische Bestzeit wurde nicht geknackt. Jetzt? ich verstehe das nicht. Sie wurde verschoben von Valtteri. Nee, ich glaube, das ist einfach die Bestzeit von den anderen einfach. Ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall interessant, was wir mit Renault holen können. Vielleicht müssen wir die Schwierigkeit auch noch ein bisschen anpassen, Leute. Also, ich weiß es nicht. Aber vielleicht sind wir jetzt krass, vielleicht sind wir scheiße, vielleicht müssen wir da noch die ein oder andere Sache verstellen, weil wenn wir jetzt mit Renault zum Beispiel nie in die Punkte... Gerade in dem Test-Qualifying hatte ich doch eine 1,25, ja, oder? Ja, also wenn wir jetzt nie in die Punkte kommen, ist es natürlich scheiße, da müssen wir ein bisschen runterstellen. Wenn wir jetzt aber auch immer Erster sind oder so, dann ist es natürlich auch scheiße, da müssen wir ein bisschen höher stellen. Meine Facecam leckt so ein bisschen. Das ist krass, meine nicht. Ihr könnt auch gerne bei mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mit Greenscreen aufnehmen soll oder nicht. Sei vorsichtig, momentan ist
echt viel los auf der Strecke. Habe ich jetzt heute nicht gemacht. Er hat mir gerade gesagt, dass viel los ist. Hätte ich gar nicht erwartet. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das, glaube ich, die meisten nicht so gefeiert haben, wenn ich mit Greenscreen und mich dann irgendwie ins Lenkrad, ins Cockpit gehockt habe. Aber könnt ihr gerne abstimmen. So, die meisten fahren an die Box. Ich würde sagen, ich begebe mich nach draußen und ich werde auch wahrscheinlich nicht gecuttet haben bis jetzt. Alles fertig, wir sind bereit. Ich wahrscheinlich schon. Auf geht's! Raus hier! Bei der Einführungsrunde von uns quasi in der Outlap quasi, in unserer Outlap, wird wahrscheinlich noch ein bisschen was los sein, aber das werden wir eigentlich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nee, ich glaube nicht, die weil fahren die auch auf einem anderen Teil der Strecke sind. Die sind alle hinten und fahren alle rein, so gefühlt. Na, einer fährt gerade vorbei, noch ein Mercedes fährt auch dran vorbei. Eieiei, ist da viel Action. Richtig krass. Leute, ich bin auch übrigens erster Fahrer, ja, also Jan hat sich hier für den zweiten entschieden. Ja. Aus Gründen. Also ich meine, Mike ist ja auch letzte Saison vor mir geworden. Ja. Letzte Saison war ich, glaube ich, zweiter Fahrer, ne? Glaube ja. Ich glaube, du warst erster Fahrer. Und ich war zweiter und ich war ja auch dann... Du hast mich... Also am Anfang der Saison war ich ja auch vor dir. Du hast mich irgendwann überholt und am Ende standst du sogar noch vor mir. Ja, ich weiß gar nicht, wo du warst, dritter oder so. Also hast das letzte Rennen ja richtig verkackt, leider. Ja, ja. Und ich war auf jeden Fall gewonnen, die Meisterschaft. Also war erster Konstrukteur, weiß ich gar nicht, waren wir bestimmt auch krass. Doch, da haben wir, glaube ich, zweiter auch zweiter oder erster oder so. Aber ja, deswegen bin ich hier erster Fahrer. Ich habe natürlich wahrscheinlich dann doch den ein oder anderen Platz als höheren Anspruch. Aber ich habe vielleicht auch Vorteile dadurch. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, aber kann schon sein, ne, dass die dich irgendwie zum anderen Zeitpunkt in die Box holen als mich oder so. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. So, jetzt müssen wir ein bisschen Abstand lassen. Ich habe übrigens ERS und so nicht runtergestellt und habe eigentlich weniger Benzin mitgenommen, damit ich das machen kann auf Magerstelle und dann dadurch richtig spare. Das habe ich schon mal nicht gemacht, aber jetzt die erste gezeitete Runde hinter Stroll, der immer noch weiterfährt. Das gefällt mir nicht ganz so. Ja, der nervt ja auch total. Der Bottas oder so ist vor mir, glaube ich. Irgendein Mercedes, der nervt richtig krass. Ich bin vor dir. Ja, du bist aber noch viel weiter vor mir. Nein, also. Hä? Ich bin. Ach, du bist vor mir! Der nervt hier richtig krass! Ich versuche so Abstand zu bekommen und du bist aber auch so richtig langsam. Ich dachte, was ist da los? Leck mich, Alter! Nee, Alter, das hört direkt auf. Natürlich bin ich auch langsam, weil vor mir Stroll ist. Oh, ich habe lila den Sektor gerade gemacht. Vor mir ist einfach Stroll und der fährt nicht, der Typ. Ja, ich dachte der auch, dass der bei mir ist, aber so wird langsam, aber was ist das denn für ein Spacko, ey? Oh nein, ich dreh mich. Ja, nein. Ja, Wand. Stroll vorbei. Du bist in der Wand, aber nichts kaputt, oder? Doch, runter von früher. Oh. Muss an die Box. Das ist mies. Weil jetzt wird Box die Strecke frei. Wow, war das knapp. Zum Glück hat Stroll auf der geraden Platz gemacht. Ne, das hier ist Stroll. Wen habe ich da gerade überholt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Magnussen oder den anderen Typen. Wie heißen die denn alle? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss schnell in die Box und mein Auto reparieren. Ich wollte mal wieder zu viel. Stroll, ich hasse dich. Gas. Was ist passiert? Der war direkt in dieser Kurve vor Start-Ziel. In dieser langsamen Linkskurve direkt vor mir. Mann. Der Mieke. Der Mieke, sauber. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Schwierigkeit ein bisschen höher stellen müssen. Ich glaube es, ich bin mir nicht sicher. Aber allein du hast ja schon eine 1,25 geschafft in deiner Test-Qualifying-Runde, die wir vorhin gemacht haben. Ah, jetzt fahren die ganzen Bimbos gleich wieder raus, ey. Ja, sag ich ja. Jetzt ist es schade, dass du jetzt nicht drin bist, weil, also auf der Strecke meine ich, weil jetzt halt alles frei ist, ne? Bis du jetzt deine Einführungsrunde wieder machst, dann kommt wieder jeder Tepp rausgefahren. Das ist natürlich sehr gut. Du musst auch warten jetzt, ne? Bis dein Frontflügel repariert ist, oder? Ja. Er zeigt mir irgendwie ein rotes Motorwerkstatt-Symbol an. Was ist das? Auto kaputt. Ja, kann passieren, ja. Weiß man ja nie, ne?
So, das sind wie gesagt unsere typischen 5 Runden. Eine schnelle hatte ich jetzt schon. So, ich habe schon direkt so wieder rausfahren gedrückt. Werde wieder bereit gemacht. Da musst du mir aber jetzt Platz machen, weil ich komme gleich mit meiner schnellen. Ja. Also jetzt ist gerade meine langsame und jetzt, wenn ich dann Startziel komme, fahre ich meine schnelle und dann bin ich ziemlich nah bei dir dran. Dass du mir dann nicht in der Kurve im Weg stehst. Wäre nicht so Bin smart. ich. Fahr, So. glaube ich. Du bist gerade quasi in der Inlap, Bin oder? Also, Startziel in jetzt. der, Ne, jetzt ist meine ja. schnelle Runde jetzt. Ja, jetzt fährst du schnell, ja. Ja, nee, du. Macht ja an einem Vielleicht geeigneten Platz. Platz. Nee, ich mach ja an einem geeigneten Platz, mach ich dir Platz. Echt? Am Platz machst du mir Platz. Ja, Ja, am vielleicht Platz mach bist ich du dir auch krass Platz. und fährst schnell. Nee, ich habe ja auch alles aus und du hast wahrscheinlich alles an. Ja, das ist Bist richtig. ja de deswegen schon schneller als ich. Wow, das war ein bisschen wackelig. Ah, die Strecke ist gerade so schön frei, ich will Ja, jetzt auch sag gerne ich ja. schnell Ich habe ja fahren. gesagt, meine ist perfekt und bis du jetzt deine Anführungsrunde machst, kommen alle Teppen wieder raus. Ja, da fährt gerade schon Und ich einer kann es nicht wieder. sehen, weil ich gerade richtig konzentriert bin. Ja, ich bin nur minimal besser, aber das muss ich ausnutzen, weil danach fahre ich keine mehr. Mein Benzin ist danach auch leer, ich werde dann über die Strecke kriechen. Ich kann alle anderen dann aufhalten. Ich glaube, du holst mich nicht ein. Wie Ich sag ich hatte ja, dich du jetzt bist auch schon krass. auf schnell gestellt. Ja, so gut fahre ich dann offensichtlich doch nicht. Muss ja aber nicht sein, ne? Muss ja nicht. Also so für Platz 6 oder so reicht es auf jeden Fall meine Zeit. Würde ich mal von ausgehen. So, nochmal eine neue Bestzeit. Platz 6 reicht's auf jeden Fall, hast du gesagt? Ja. Das reicht für Platz 1. Ja, sag ich ja, Also. aber wenn jetzt, ich hab ja gesagt, für Platz 6, das wäre so mein Anspruch, mein Ziel. Also dafür reicht es auf Ah. jeden Fall. Ach so. Also. So, jetzt fahren wir noch mit minimalem Benzin. Ich hab noch So, für. Leute, hier Daumen drücken, Ja, mache bitte. ich auf jeden Fall. Ich hab noch für 0,2 Runden Benzin mit. Alter, das hast du aber Muss ausgekostet. jetzt noch eine Inlap machen. Ich kriech gleich. Ich hab schon gelbe Flagge hier bei mir. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Gridstrafe, aber hinter mir ist zum Glück keiner. Noch nicht. 0,10 jetzt. 0,9. Uiuiui. Ui, das war aber hier, da wäre ich beinahe wieder abgeflogen. Machst du auch rund 5 Runden oder? Ich bin Also. noch nicht so ganz sicher. Vielleicht mache ich zwei schnelle hintereinander oder so. Jo, mein Tank ist leer. RIP. Kann ich hupen? Komm schon, fahr, fahr, fahr! Nein! Naja, Platz 2. Also, ja, vielleicht, wie viel hast du auf mich? Weiß ich nicht, konnte ich nicht gucken. Okay, Ich habe schaffe ich auch dann gleich noch. 1,259 habe ich. Okay, ich habe 1,24 irgendwas. Ich habe eigentlich hätte meinen Benzinplan hingehauen, aber ich habe in der ersten Runde, also in der Einführungsrunde quasi, habe ich ja vergessen Verdammt. runterzustellen. Das war mein Problem. Weil sonst hätte ich jetzt perfekt in die Box fahren können. Aber ist ja Ah, egal. ich breche ab. Ich bin jetzt auch in der Box, also von daher. Funktioniert mein Boxenfunk eigentlich? Weiß ich gar nicht, habe jetzt noch nicht getestet. Meiner funktioniert, habe ich schon getestet. Ich bin in der Box. Hui. Ja, also Fahr ich gleich würde. nämlich noch eine, weil meine ist noch gefährdet, meine Zeit, würde ich Ich sagen. schaue mir gleich mal deine Zeit an, aber ich würde echt sagen, also schauen wir jetzt mal, wie das Rennen ausgeht, aber vom Qualifying her würde ich die Schwierigkeit schon noch ein bisschen hochstellen. Ja, glaube ich auch. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie es rennen wird, weil wenn man sich da das ein oder andere Mal dreht, Ja, dann genau. verliert man halt auch ultra viele Plätze und dass man dann noch eine Chance hat, irgendwie in die Punkte zu kommen, das wäre schon ganz angenehm. Bis wir dann halt wieder ein bisschen besser drin sind und die Gefahr, dass wir uns drehen, sehr gering ist. So, wir haben auch nur noch 3 Minuten Qualifying Zeit. Also wenn du noch eine fährst, Ja, ich fahre jetzt gerade eine noch. dann. Starte sie quasi gerade. Ah, jetzt Startziel, okay, ja. Ich sehe es.
Du bist, ja, tatsächlich ein bisschen gefährdet, aber es geht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 24,4. Du bist 1,5 hinter mir. Und Bottas ist 2 hinter mir. Also du hast so 4 Zehntel, so 400 hast du zu Bottas. Wer ist denn da vor dir? Alkön. Hoffentlich ist er schneller als du. Also so gesehen, dass du ihn nicht einholen musst. Das klang jetzt richtig dumm. Ja. Hoffentlich fährt er schneller. Aber er fährt tatsächlich schneller. Also keine neue Runde. Was ist bei dir passiert? Roter Frontflügel. Echt? Ich hab's nicht gesehen. Was? Ja, ich war auf der Karte. Ich hab nicht gecheckt, dass man sich ja auch hier Real Life angucken kann, quasi. Ich hab mir einfach nur die Karte angeguckt und sehe deinen Punkt so rüberfahren. Junge, wie du das Gras schneidest. Ja, es ist... Junge! Mit dem Renault. Alter, ja, ist wow. Ja nicht mehr schnell. Ja, man muss ja die Strecke ausnutzen. Klar. Kann man hier ein Zeichen setzen, wie krass man ist. Du hältst gerade jemanden voll auf. Oh Mann. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich will keinen aufhalten. War alles geplant, ne? Ja. Ganz, ganz klar. Jay, du bist auf dem Tempo da übrigens auf Platz 16. Ich finde das immer so komisch. Ich finde das auch richtig komisch, aber naja, passiert. Aber mein Temporadar kann ich glaube ich gar nicht sehen, weil ich in der Box bin. Was ist das denn? Ah, ich bin 20. Hat er mir gerade durchgesagt. Ja, ich sag gerade so, ja, ich kann das gar nicht sehen. Er so, wir sind 20. auf dem Temporadar. Bist du mit 30 km/h gefahren? Hä, ich verstehe dieses System nicht. Alter, sogar Sirotkin ist einfach 7. Ich habe das Gefühl, es ist genau umgekehrt quasi. 20. ist Erster. Nee, Vettel ist Erster. Oh. Wobei Vettel auf Platz ja, 19 ist. Ja, guck, also das kann... Das ergibt. Ich verstehe das nicht. Nee, ist er nicht. Ja, oder aber ist ja, Bottas ist auch. Bottas ist 3. und ist 5. im Tempo da. Ich verstehe. Ich bin einfach scheiße, offensichtlich. keine Ahnung. Naja. Du bist überall eigentlich ziemlich gut. Ja, aber Tempo da halt. Das ist enttäuschend. Okay, also der Valtteri fährt noch eine Runde. Mercedes wird wahrscheinlich wieder. Oh. Das war's. Oh. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha, oh, Louis aha. Hamilton. Vettel, Bottas, Verstappen, Raikön, Ricciardo. Also wir haben aua, richtig geballte Action hinter uns. Ja, also ich bin echt gespannt aufs Rennen, aber wie gesagt, an sich ist das Qualifying schon ein bisschen zu gut. Also wir müssen schon irgendwie noch 5, 6, 7. Codierung überlastet. Erwägen Sie eine Videoeinstellung zu verringern oder benutzen Sie schnellere? Was? nee, es ist aber... Ne, meine, es eigentlich ist gerade nicht mehr, also es leckt nicht, die Kamera. Codierung ist einfach überlastet, was soll denn das? Ja, stand da, aber ist nicht. Mensch, Jan, hör doch mal auf. Die arme Codierung. Auch voll geil, ich fahre halt so in Red Bull Cap so. Echt, hast du an? Ja, hab ich. Ich hab mein Poloshirt nicht an. Ich blaue Hintergrundbeleuchtung. Ich wollte zwar anziehen, oder ihr müsst mir die Erlaubnis dafür geben, mein Red Bull Poloshirt anzuziehen. Weil ich hab halt keinen jetzt Renault. Jetzt leckt die Kamera doch ich wieder hab so halt in diesem Dings, also aber im Ladebildschirm gerade nicht. Das ist also ein bisschen so, also so gänzlich. Welche Strategie fährst du? Die erste? Ja, ne? Ja. Weil ich eigentlich keinen Bock auf Gelb hab, ne? Aber nein, ich fahr die zweite. ja, auch nicht so ich viel. Ich gehe eh davon aus, dass ich öfter in die Box muss, also fahr ich die zweite. Ja, das kann passieren, aber ich fahre trotzdem die erste. Ich fahre mit Sicherheit nicht gelb Australien. Ich mach's. Bin ich, ich mach's. Ich mach's nicht. Also ich mach's. Aber es ist auch cool, spannend. Unterschiedliche ja, Strecken eben. Da hat man ein bisschen was anders zu sehen. Mein Auto auf jeden Fall leichter. Ja, ich auch. Mega. Gar keinen Bock darauf zu achten. Ich hab schon mit ERS und so genug Stress. Sorry. So.
Ja, komm, machen wir die Einführungsrunde und dann muss ich die Kamera neu starten. Okay, dieses System muss das ERS ja, ausstellen. Ja, 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 ja. Hast du zum Glück hast du es gesagt. Das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Laste die Reifen und die Bremsen. Danke schön. Auto auf Betriebstemperatur bitte. Ja. Aurus. Also nochmal. Und jetzt voll in die Bremse. Teamtaktikbesprechung. Wenn. Alter, bist verrückt. Wir müssen die Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Teamtaktikbesprechung. Ja, okay. Wenn, du fährst ja einen Stopp, ich fahr zwei Stopp. Ja. Das heißt, wenn es irgendwie dazu kommen sollte, ja, dass ich ein bisschen schneller fahren kann, dann würde ich sagen, gehe ich vorbei, weil ich ja sowieso nochmal reingehe. Ja. Und du dann mich quasi. Nee, also ganz ehrlich, da bin ich ja dein bester Partner, also da bin ich ja gar nicht egoistisch. Sobald ich merke, dass du, oder du musst es mir auf jeden Fall sagen, weil ich sehe ja nicht alles in den Rückspiegeln, aber sobald ich es sehe und merke, oder du es mir sagst, dann stecke ich gerne zurück, also. Genauso halt wie beim Start, ne? Also wir wollen jetzt hier keine Kollision haben. Boah, aber den Start habe ich immer verkackt. Ich habe ja den Start zwei, dreimal trainiert. Nur den Start trainiert. Und ich, der war richtig schrecklich. Also wenn ich nicht so mitten im Feld starte, bin ich eigentlich beim Start immer ganz gut. Mein Tipp, stell auf Überholen und nicht auf Hotlap. Okay. Oh Gott. Krasser Tipp oder nicht so krass, ja, also, nur dass ich jetzt. Nein, nicht, nein, ich habe auch auf Überholen, also. Oh! Scheiß die Reifen! Das gibt's nicht. So, Kamera neu starten, weil die geht jetzt gleich aus. Dann synchronisieren wir mal, Leute, das muss ich immer machen, Jan leider nicht. Sonst. Leider muss ja, Jan klar, das machen. Ja, klar, weil das ist immer nur ich, das ist ja voll traurig. Oder sagen wir es so, leider muss ich es machen, ne? Das ist halt doof. Weil die ist eine DLSR-Kamera. Und die. Und die wegen Zollgründen oder so muss man die immer nach 30 Minuten neu starten. Und ich habe leider keine zweite Elgato, wo ich die anschließen kann, so wie Jan. Sogar drei. Ja, da musst du mir eine geben, mal. Oh, ich ja, hab so drei. Angst. Junge, ich hab wie. Start besser. Wie direkt hinter mir ist dieser Typ. Wer ist das? Hamilton oder wer ist das? Ich weiß es nicht. LOL! Hilfe! Hilfe! Ist bei dir alles gut? Alter! Ich bin hinter Hamilton. Hamilton ist direkt hinter dir. Er hat mich in der Kurve. Wow, gelber Frontflügel. Nein, das ist nicht gut. Können wir nochmal neu starten? Hamilton hat mich in der Kurve richtig abgedrängt und ich bin auf den Rasen gefahren wegen ihm und dann hat es mich fast rausgedreht und in der Kurve habe ich einfach viel zu viel. Ich hatte Angst, dass ich dich abgedrängt war, aber ich habe so gesehen, nee, so, okay, Hamilton ich bin war's. Eigentlich ganz gut, dann warst du wieder so ein bisschen gut. Hamilton war eigentlich zwischen uns, Alter. Aber noch, echt? Der hat sich noch reingeschlichen da zwischen uns. Und in der ersten Kurve habe ich dann viel zu spät gebremst, da habe ich, aber es ist nur ein gelber, das ist nicht so schlimm. Ich bin bei minus 0,31 Runden. Aber ich fahre die erste Runde auf Fett zu Ende und schalte dann auf Standard. Ja, so ähnlich mache ich es auch, bloß dass ich wahrscheinlich noch eine fahre, nicht nur die erste. Ja, stimmt eigentlich, man muss ja ein bisschen so Puffer bekommen, ne? Ein bisschen Puffer, ja. Ich hab gerade ein bisschen Angst anstatt Puffer. Hier hinter mir Verstappen, vor mir Hamilton. So grandios fahr ich gerade nicht. Ja, ich fahr auch alles andere als grandios. Ich fahr richtig scheiße. Ja, du gewinnst aber Abstand zu Hamilton. Ich auch, leider. Was für Abstand? Negativen Abstand gewinnst du? Ich gewinne Abstand zu Hamilton und du auch. Und wenn ich Abstand gewinne, dann ist es leider negativer, ja. Das ist ja geil. Und du gewinnst Positiven! Alter, was mach ich? Ich wäre schon fast wieder in die Wand gefahren. Aber diesmal, ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt. Ich bin das gar nicht mehr. Ist halt so anders, wieder so mit so einem vollen, vollgetankten Auto zu fahren. Ja, ja, ein ganz anderes. Auto ist so schwer. Auch ein anderes Auto. Also, es fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen anders an als der Red Bull. Ja, ja, ganz eindeutig. Der Red Bull ist, glaube ich, in den Kurven auch viel geiler als dieser schwerfällige Renault, Alter. Renault? Ja, die sind ja eigentlich generell scheiße, die Autos.
Jo, schon 200. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in irgendwas gut sind. Alter, jetzt geht er richtig ran an den Speck. Hinter mir ist auch ein Red Bull. Jetzt gewinne ich wieder positiven Abstand zu Hamilton. Ich bin wieder ein bisschen näher dran und verkack's jetzt. Fast gedreht. Positiven. Fast gedreht. Verstappen ist direkt hinter mir, zieht vorbei. Jo, was? Ja, ich bin hinter Verstappen. Verstappen hat mich überholt. Auf jeden Fall die Schwierigkeit schwieriger stellen. Ja. Ich war gerade nur scheiße, Mann. Ich bin es halt gar nicht mehr gewohnt. Dieser Druck. Ich fahre wieder so schlecht. Alter, was mache ich? Hinter mir ist Vettel, ich habe so Angst. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Das ist crazy. Fahrer hinter mir. Marco, 5 Sekunden. Was? Als ob. Ich bin einfach 0,3 hinter Verstappen und 0,2 hinter mir ist Vettel. Du setzt dich einfach richtig ab. Was bist du denn für ein krasser Boy? Was heißt denn richtig absetzen? Ja, 2,5. Ja, Junge, Vettel ist einfach 0,09 hinter mir. Digga. Bei dir ist richtig eng. Du bist direkt zwischen richtig krassen Fahrern, ey. Ich muss jetzt wieder auf Fett, ich muss alles rausballern, was ich hab, um wegzukommen. Aber du, stell dir vor, die anderen machen auch zwei Boxenstopps und du nicht. Ja, wenn. Weißt du? Ey, ich fahr so schlecht in den Kurven, Vettel zieht vorbei. Fünfter Platz jetzt. Bin aber in der Kurve zu kontern. Langsam, weil ich so schwer bin. Oh, das war nicht so fair, der Konter, aber ich bin vorbei wieder an Vettel. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen gekickt. Was heißt ich glaube? Also ja, ich habe ihn ein bisschen gekickt. Das war nicht so gut. Aber ich bin wieder vor ihm. Boxenstoppfenster 6 bis 10. Alter, krass. Wo sieht man das denn nochmal? Man musste Kreis drücken. Zweites Fenster, glaube ich. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, richtig anstrengend. Ich weiß auch gar nicht genau, wann ich an die Box gehe. Ob 9. Schon direkt in Runde 6 9 oder? Ist meine. Ab 9 ist der Boxenstoppfenster. 9, 10, ja. 9 und 10, Alter, meines ist 6 bis 10. Lol. Ja gut, du hast ja die gleichen Reifen wie ich, ne? Also, du hast ja die gleichen Reifen, könntest theoretisch quasi auch bis 10 fahren. Ja. Aber musst es nicht, deswegen ist deins größer. Ich muss es, weil sonst kann ich dann nicht mehr mit Gelb so lang fahren. Gott, ich bin so angespannt gerade. Ich auch. Und ich fahre halt nicht so gut, ne? Ich auch nicht. Ich verprasse aber jetzt mein Benzin, also ich hau es komplett raus. Zwischen Hamilton und Verstappen ist aber auch schon eine große Lücke. Ja, sehe ich. Ich bin jetzt ein bisschen an Verstappen wieder dran. Hab sogar DRS. Aber Vettel ist halt immer noch an meinem Arschloch. Muss halt irgendwie versuchen, möglichst viel Abstand jetzt ich von meinem ersten Boxenstopp. Oh nein. Vettel ist raus. Das war nicht mein Fehler eigentlich. Also stand zwar Verwarnung für mich, aber Vettel, glaube ich, ist gerade von Hamilton überholt. Ich habe Vettel rausgekickt. Das tut mir schrecklich leid. Bottas ist jetzt hinter mir. Das ist noch viel besser. Bottas zieht sogar vorbei. Ich werde gedreht von Hamilton. Fuck. Hamilton hat mich, also nicht ganz Bottas gedreht, aber er hat mich überholt. Berührt. Gelbe Flagge. Ja, bist du irgendwo? Wo bist du? Auf Platz 2. Aber fährst wieder, ne? Ja, ja. Ich hatte schon Angst, dass ich die jetzt irgendwie da drauf. Nee, er hat mich nur seitlich gedreht, aber ich habe mich wieder zurückdrehen können, ohne dass ich zum Stehen gekommen bin. Bin jetzt so. Platz 5. Die Schwierigkeit bleibt auf jeden Fall so. Ich habe in der einen Kurve habe ich ein bisschen spät also gebremst. Es fällt dir jetzt ganz ja, raus. Ja, ja, wollte ich jetzt gerade erzählen, ja. Ich ja, aber er stand nicht da. Doch, also. Ist aber weg. Ich habe es ja gesehen, wie sein Reifen geflogen ist. Ich bin in der einen Kurve ein bisschen spät auf die Bremse und bin ziemlich arg auf die Bremse dann gegangen, vor lauter Panik. Und er ist mir voll hinten raufgefahren und sein Reifen war weg. Also es war jetzt nicht so, dass ich absichtlich krass gebremst habe und ich bin auch ganz normal weiterfahren können. Also so heftig, ich bin ja nicht stehen geblieben oder so. Aber er ist halt einfach mit einer hohen Geschwindigkeit reingefahren. Bottas war jetzt hinter mir, hat mich direkt überholt. Jetzt überholt mich Raikön auch noch.
ja, guten Morgen und so, ne? Ich bin gerade direkt hinter Hamilton wieder. Vielleicht kann ich ihn jetzt auf aktuelle behalten. Holen. Oh, mein Boxenfunk funktioniert auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt ist hier Dreikampf angesagt. Bei mir ist einfach 80 Kampf. Verstappen, Alter, alle kommen jetzt gerade richtig nah ran. Ja, weil ich sie nicht mehr aufhalte. Können jetzt einfach vorbeiziehen. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass Renault eine andere Liga ist. Hamilton! Man merkt, dass Renault eine andere Liga ist und dass wir auf jeden Fall nicht so die Chancen haben. Ich habe Hamilton wieder überholt. Er hatte aber wieder eine Berührung. Ey, dass sein Frontflügel eigentlich nicht kaputt gegangen ist, als er mich so weggerammt hat. Das finde ich eigentlich krass. Das ist richtig dreist, ja. Ich glaube, ich gehe in Runde 7 rein. Oh, gelbe Flagge war hinter mir irgendwie. Ich glaube, Verstappen und Hamilton haben sich gecrashed. Ja, Verstappen und Hamilton haben sich gecrashed. Wow, hier raucht's. Alter, Leute! Alter, Bottas ist gerade richtig, Bottas ist einfach richtig in Hamilton gerade reingefahren. Junge, hat's da gescheppert. Kann das sein, dass sich die beiden Mercedes gerade rausgekickt haben? Also Hamilton ist, glaube ich, raus. Bottas sehe ich aber auch nicht mehr. Doch, Bottas habe ich gerade überholt. Und Verstappen auch, ich bin Zweiter gerade. Alter, das war ein richtig großer Unfall. Ey, wieso ist hier Safety Car jetzt nicht gekommen? Hä, was willst du denn mit dem Safety Car? Ja, aber nein, einfach nur realistischerweise. Ich brauch's nicht, aber weißt du? Ja, ja. So ein großer Unfall. Alter, ich weiß nicht, was passiert ist, aber als ich gekommen bin, der Verstappen hinter mir muss an die Box, hat er mir gerade durchgesagt. Dem sein Frontflügel ist richtig im Arsch. Ah, ein Auto steht da noch. Ja, das ist Hamilton, habe ich ja gesagt. Hamilton ist raus, glaube ich. Also, ich weiß nicht, was passiert ist, aber als ich gekommen bin, war Hamilton rechts an der Strecke gestanden und Bottas ist... Raikön ist jetzt hinter dir, und Alter. Bottas ist einfach geradeaus auf dem Mercedes draufgefahren. Die beiden, ein Mercedes und ein Red Bull, sind an der Box. Ja. Nee, wie gesagt, also der Hamilton stand rechts an der Strecke und Bottas ist ihm richtig hart drauf gefahren. Der hat sich fast schon quer auf die Strecke dadurch gestellt, weil er halt so abgebounced ist. Und dadurch natürlich sein Frontflügel natürlich voll im Arsch. Was Verstappen gemacht hat, keine Ahnung, aber der ist auch in die Box gegangen. Deswegen war er auch richtig langsam und ich konnte ihn überholen. Und jetzt sind wir Erster und Zweiter mit ordentlich Abstand. Was heißt ordentlich, aber schon ein bisschen. Das ist richtig gut gelaufen gerade. Das ist echt richtig gut gelaufen. Ich glaube, wenn ich jetzt an die Box gehe, komme ich richtig im Pulk raus. Kann das sein? Ja, 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 ja. Ziemlich. Dann bin ich 14. Ziemlich im Pulk, ja. Ich weiß halt nicht, wann die fahren, aber... Da bin ich sicher, ob ich das jetzt machen soll. Auch ich mach's. Ich gehe jetzt an die Box. Okay. Alter, krass. Das hat uns richtig geholfen, weil ich war irgendwie Fünfter, glaube ich. Und ich wurde echt von... Das hat dir vor allem richtig geholfen. Ich meine, ich war ja auch langsam. Ich wurde von vielen überholt, also zum Beispiel... Ich denke, du bist ja direkt hinter mir, du überholst mich ja jetzt. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel Bottas und Hamilton und Raikön und Verstappen und alle haben mich überholt, Vettel oder so, also... Es war echt, echt krass, dass ich jetzt eben... Oh, 2,9er Boxerstopp. Naja, für Renault ist es okay. Ach, du heilige Scheiße. Ich muss unbedingt an die Box und meinen Frontflügel auch wechseln lassen. Weil ich habe ja einen leichten Schaden und den merke ich jetzt immer mehr. Das dauert natürlich ein bisschen länger, das kostet mir Zeit. Aber... Okay, ich bin echt mitten im Feld. Eieiei, ich bin 12. jetzt. Und Platz 11 und Platz 10 sind direkt vor mir. Also Platz 6 ist mein Ziel. Was ist dein Ziel für das heutige Rennen? Eigentlich Podium jetzt gerade so. Krass. Ja, Platz 6 ist, finde ich, für Renault echt cool.